Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen aus Q2 in Assen, liebe Freunde. Hab gerade eine 1.34.2 gefahren und das schaut ganz gut aus. Mein Teamkollege Tobi 34.5. Jo, das nehmen wir so mit. Da wird nicht mehr allzu viel passieren, denn... Ja, das sollte passen. Wenn doch, auch egal. Denn im Anschluss muss ich ja, oder werde ich Rallye streamen, das ist so nebenbei erwähnt gerade. Mit dem Überblick über die Zeiten des zweiten Qualifyings endet unsere heutige Live-Übertragung. Danke fürs Zuschauen und schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir das Grand Prix-Finalrennen der MotoGP-Klasse live übertragen. Marquez, Rins, Rossi, Crutchlow. Ja, gut, jetzt habe ich leider die Hoffnung wirklich auch komplett aufgegeben, dass hier Milestone vielleicht noch einmal... ja, wir sehen... Vinales es ein bisschen nach vorne gibt. Also Vinales würde mit Rossi getauscht optimal passen. Und statt Rins, der zwar in Silverstone immer cool ist, aber ansonsten, ich weiß nicht, keine Ahnung, warum der nur in Silverstone funktioniert mit seiner Suzuki. So gefühlt jetzt und überall anders, ja, nicht so wirklich gut auf den Touren kommt, mehr im Mittelfeld. Ja, aber Vinales ist eigentlich jetzt in der letzten Saisonhälfte auch wieder eher stark, sagen wir mal. Und ist wirklich gut dabei, also im Verfolgerfeld jetzt. Verfolgerfeld außerhalb von Marquez. Obwohl er auch da fast ganz dran ist, oder ihm fehlt auch nicht wirklich viel. Würde ich jetzt mal sagen, auf den meisten Strecken. Noch in die Trainings und so, also er ist wirklich gut dabei. Wir begrüßen die Rennsportfans heute in Assen zu einer Live-Übertragung der MotoGP-Kategorie in Holland. Der Himmel ist wolkenfrei und laut letzter Wetterberichte können wir mit den üblichen Temperaturen für diese Jahreszeit hier rechnen. Die Kamera zeigt uns einige der wahrscheinlichen Favoriten für das heutige MotoGP-Rennen. Vorhersagen sind schwierig, aber wenn man das extrem ausgewogene Qualifying bedenkt, können wir heute hier wohl mit einer fantastischen Show rechnen. Nur noch ein paar Minuten bis zum Start des Grand Prix. Assen, die Motorraduniversität, bittet erneut alle zur Prüfung. Ja, Petrucci auch leider auf den meisten Strecken auch nur im Mittelfeld, sage ich mal. Schade. Ich habe es aber vorhin schon befürchtet. Hat jetzt zumindest Tobi auch nicht wirklich geprügelt oder geholfen. Da war eher ein Lorenzo besser. Der hat ihn eher noch gepusht, sage ich mal. Zu stärkeren Leistungen. Sofern er selber auch vorne am Start war dann, nach der schweren Anfangsphase, die er gehabt hat. Alter Schmuck, oder? Das war der Tobi, der wieder ein waghalsiges Manöver gerade starten wollte. So stark einstellen. Generell auch wieder. Das wird so schwierig, wenn die WM, sage ich mal, es gerne für die WM entsteht. Wenn die halbwegs ausgeglichen sind, dann passt es ja noch langsamer Streckenabschnitt. Ja, muss ja,
wir fighten gerade. Ah, da war der Regen wieder. Wir schlafen da jetzt wieder näher kommen. Ich höre sie schon. Ich bin noch ein bisschen vorderreif. Ach, der könnte warm werden. Aber wenn man nicht zu extrem reingeht, sollte das passen. Den ersten Teil zu hier. Aber man muss ja auch gut treffen, mittlerweile hat sich auf jeden Fall verbessert. Mein erster Motorspielteil war ja da so Wahnsinn, das ist nicht etwas, weil ich wie langsam fahre, bin ich gar nicht. Ja, das sind nicht einmal Quattararo hier noch vorziehen. Ein leichtes Armutszeug ist leider für Miles. Ich habe nur die Leistungsstärke der KI-Fahrer hier anpassen. Halbwegs. Es sind ein paar Zahlen umschreiben. Das kann nicht die Welt sein und dann den Patch ausmachen. Da bin ich richtig mega enttäuscht. Ah, okay. Beide relativ schnell unterwegs sind eigentlich. Mal schauen, ob wir dranbleiben. Da vorne ist jetzt meine schnelle Stelle. Vielleicht können wir da noch einen überholen. Dann ist nur wirklich weg von Marquez. Der will Störe, so ein Thema. Ich glaube auch bei Rossi. Angeblich kann Rossi mit dem Bestö nicht so die Schräglage fahren, wie er gerne möchte, glaube ich. Und auch das Vertrauen zum Vorderrad und auf der Bremse ist der bei Rossi mit Bestö nicht so gegeben wie früher mit dem Bridgestone. Also ich glaube bei Rossi mal das größere Problem auch. Desto einfacher wird es da jetzt auch nicht wirklich. Nächstes Jahr, ja, war ein gutes Schiff, da ist er mal sicher am Start, aber dann glaube ich, wie das soll dann aufgeben. We'll be right back.
heute. Viel unruhiger ist das Motorrad als bei Marquez. Attackiert haben jetzt gut, aber ich wollte den harten jetzt nicht nehmen, den harten Reifen. Ja, sieht auch nicht wirklich weiter vorne, der rote Reifen. Ja, die vorne den harten also jetzt zum Schluss besser und nicht mehr, also nicht mehr so heiß ist wie meiner. Ich muss auch, dass ich nicht zu viel in der Schräglage bremse, dann geht irgendwie die Temperatur, glaube ich, auf. Ja, wir haben den Vorderreifen wieder zurückbekommen, temperaturtechnisch. Das war aber gleichzeitig eigentlich schneller, als wie wir attackiert haben. Ja, wenn wir sauber gefahren sind, das ist dann schon das Geheimnis. Speziell in Astronauten spielen, speziell stellt extrem immer. Da braucht ihr Musik, die Frame Rate oder das ist immer darüber sehr schlecht programmiert. Das wird ja auch nie wieder rauskriegen. Mein Gefühl zumindest, sagt man das.
Ja, das war's, Freunde. Sehr schön. Marquez kann sich gut durchsetzen, beide gleich schnell und ungefähr im selben Niveau. In der Zwischenzeit werfen wir noch einen Blick auf das Endergebnis der MotoGP-Klasse. Wir haben einmal schnell zur Runde gezogen, weiß nicht, ob das einmal, ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber egal. Mav zumindest auf 5. Rossi hier vorne, ich weiß nicht, war da auch ein Zwischenfall, aber Maverick zumindest auf 5. Im Endeffekt gelandet, das geht ja. Ja, Jack Miller, von dem jetzt die letzte Gruppe ist auch noch nicht mehr so viel zu hören. Hat er mal eine gute Phase wieder gehabt im Rennen, meistens dann nicht. Oder wo war er da mal vorne dabei? Dann hat er, glaube ich, den zweimal soft riskiert. Ist er dann zum komplett zum Schluss abgefallen. Ist er am Anfang mitgefahren mit dem soft. Ja, im Nachhinein wäre er wahrscheinlich auch gesagt, er hätte vielleicht zweimal medium probiert. Naja. Der Regler von Marquez und jetzt gewinnt er gleich das Ding hier. Ja, und übernimmt, nein, Tobi übernimmt WE2 von uns. Marquez ist eh in Führung. Okay, dann nehme ich das wieder mehr oder weniger zurück. Aber ich habe jetzt Marquez gar nicht zum Radar gehabt, dass der mal so weit vorne ist bei uns. Ja, hab ich das ein bisschen getäuscht, egal. Yo, Crutchlow, ja, was ich von dem halten soll. Hat auch mit der Front ein bisschen Probleme, glaube ich. Wenn dann kommt einfach der Marquez zurecht. Das ist einfach so, da können sie reden, was sie wollen. Crutchlow ist doch gar nicht, stellenweise gar nicht so schlecht unterwegs hin und wieder, aber meilenweit entfernt. Man sieht es ja auch bei Lorenzo, der checkt das Motorrad auch überhaupt nicht. Also, warum der gerade zum Honda gegangen ist, wird, glaube ich, niemand verstehen. Ja, irgendwie bei Ducati da nicht glücklich gewesen. Dann haben wir wahrscheinlich schon die Entscheidung getroffen, wo es dann funktioniert hat bei Ducati endlich. Da hätte er müssen bleiben, weil dann hätte er vielleicht jetzt nochmal in der Saison oder so wirklich auch mitfahren können vorne. Ja, wo er immer jetzt dann hingeht, also ich glaube bei Honda wird er nicht glücklich. Ob der nächstes Jahr noch bei Honda ist, schwierig. Weil von Yamaha, die reden alle immer Honda und Ducati, aber hat sich sehr mit Yamaha so verscherzt oder was? Wenn Ross in Pension geht, dass er noch einmal zu Yamaha vielleicht zurückgeht? Sind die irgendwie so in Streit auseinander? Ich weiß gar nicht. Der von Yamaha hat überhaupt nie irgendwer geredet, dass er wieder zurückgeht vielleicht. Das wäre für mich sein Motorrad eigentlich. Der dritte Platz ist gut für die Moral des Teams. 16 Punkte für die Wertung und das Wissen, das ist leider sehr, sehr schade. Äußerst wettbewerbstauglich sind. Also von Yamaha wirklich gar nichts. Muss man nur so sagen, ich glaube, das passt zu ihm am besten. Diese drei Jungs haben ihr Bestes gegeben, doch Marquez war am Ende einfach ein Stückchen besser. Das ist natürlich gut gemacht, Marc. Ja. Mittlerweile auch nicht mehr leider, und ja, ich hoffe, er kommt noch einmal zurück. Lorenzo. Ich hoffe, er kommt noch mal irgendwo zurück, auch wenn er vielleicht, also bei Untersee, schwarz ehrlich gesagt. Weil er das zumindest aktuell, auch gut, auch mit den Verletzungen natürlich, aber so weit entfernt ist. Knappen Punkt war dann langsam irgendwo Barcelona, wo da gerutscht ist. Da wäre er ganz gut am Start gewesen. Weiß ich, ob er sich das Motorrad so hinbiegen kann, das für ihn passt, aber meiner Meinung nach gehört er einfach auf die Yamaha, das ist einfach so. Ja, sehr schön, Freunde, wunderbar. Perfekt. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, liebe MotoGP-Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Part in Assen dann wieder. Bin schon gespannt, ja, bleiben wir bei Ducati oder wechseln wir auch irgendwo anders hin.
Oder machen wir nach der Saison irgendwie, ich weiß nicht, eine Lorenzo-Saison zum Beispiel und versuchen da um den Weltmeistertitel mitzufahren. Das wäre, glaube ich, auch eine ziemlich geile Idee, glaube ich. Weil Ducati die Saison haben wir jetzt, dann wird man Honda mit Lorenzo und danach, dass man hier vielleicht gleich einen Vertrag mit Yamaha nehmen. Oder wir fahren dann weiter, ja Rossi sind wir schon gefahren, das können wir nicht wiederbringen, obwohl ja, wird natürlich am besten gehen wahrscheinlich. Oder mit Vinales dann, nach dem Versuch mit Lorenzo, wenn wir so weit kommen überhaupt. Aber wenn wir so gut am Ball bleiben, dann geht das schon. Ja, so oft kann man jetzt nicht mehr zum MotoGP fahren, leider. Schauen wir die Saison mal zu Ende und dann höchstwahrscheinlich werden wir eine Lorenzo-Saison mal beginnen und dann schauen wir mal, wie weit wir mit der kommen. Höchstwahrscheinlich jetzt einmal aktuell Stand der Dinge, kann natürlich alles noch bis Ende der Saison noch ändern auch. Schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, das war's. Wir sehen uns am Sachsenring wieder. Ich hab's vergessen, ihr wahrscheinlich auch. Drückt noch schnell das Däumchen, das wäre nochmal sehr genial. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.